Hinter mir, meine lieben Damen und Herren, befindet sich IKEA und ich, Idiot, werde heute sage und schreibe 10.000 Kalorien essen. Das Ganze so schnell es geht und logischerweise nur bei IKEA. So eine Challenge habe ich auf jeden Fall noch nirgendwo auf YouTube gesehen, deswegen umso gespannter. Und ich habe mir natürlich mentale und körperliche und geistige Unterstützung hinzugeholt. Und zwar habe ich auch einen Kollegen mitgenommen, der auch mit mir ein bisschen mitessen wird, Freunde. Und ich glaube, was auch geil ist, wir können hier definitiv gute Nickerchen machen, weil im IKEA bekannterweise gibt es die geilsten Betten. Eine kleine Sache noch, Freunde, und zwar habe ich einen Zweitkanal auf YouTube erstellt, auf dem wöchentlich Vlogs kommen zu den Themen Gym, Alltag, Travel, alles Mögliche einfach. Nur dementsprechend unbedingt abonnieren und Glocke aktivieren. Erster Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Okay, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber George, der Guy hinter der Kameramann, meinte zu mir, es gibt da irgendwie so ein Bistro und ein Restaurant. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist das Bistro. Okay, hier gibt es, glaube ich, aber noch nicht so viel. Ich weiß nur, oben ist das fette Restaurant, da gibt es verdammt viel. Aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt hier mal gut durchschmökern, schauen, was es gibt und dann die erste fette Mahlzeit zusammenstellen. Okay, wir sind jetzt hier doch im Schweden-Shop, also ich weiß nicht, wie viele Restaurants in einem Gebäude sein wollen. Aber ja, wir sind hier gerade so ein bisschen am raussuchen, was wir essen werden. Ich habe jetzt schon mal ordentlich Torte. Wir haben Süßkram, das gibt es halt eben hier auch. Das heißt, es gibt nicht nur warmes Essen und das kommt uns definitiv zum Vorteil, ohne Witz. Weil wenn man nur warmes Essen essen kann, wird schwer. Deswegen diese Süßigkeiten werden uns heute, glaube ich, den Arsch retten. Wir haben Nüsse entdeckt. Wir haben Nüsse entdeckt. Das ist wirklich unsere Rettung des heutigen Tages. Warum ist es die Rettung? Nüsse sind der way to go. Also, wenn es hart auf hart kommt, ich überlege gerade, ob wir uns am Anfang schon mal direkt welche reinhauen, um einfach wirklich ordentlich Vorarbeit zu leisten. Weil es ist angenehm für den Kopf zu wissen, dass du zum Beispiel schon so 5000 drin hast und die Hälfte schon erledigt hast. Ich finde das für mich immer angenehm, deswegen ist es bei mir oft so, dass ich am Anfang bei so Challenges immer richtig schnell mache, weil so 5 reinhau, dann bin ich zwar am Arsch kurz. Ja. Das Geile ist, wir sind ja bei IKEA, das heißt, wir können dann pennen gehen eigentlich, oder? Okay, wir befinden uns jetzt ohne Witz vor dem ersten Meal, was uns gleich erwarten wird. Wir müssen das Ganze noch ein bisschen jetzt vorbereiten. Ich bin extrem nervös. Wir sind vorhin zum Klo gegangen. Ich kann wirklich nicht mehr gescheit reden. Erstes Meal, meine Lieben, wird sein. Wir haben hier einmal den Almondi Cake. Wir haben hier jeweils einen Hotdog, also einmal für Lorenz, einmal für mich. Wir haben 2 Nusspackungen, jeweils 60 Gramm. Und wir haben Gummibärchen, da sind 100 Gramm drinnen. Das sieht man es da rechts, 100 Gramm. Das wird jetzt mal das erste Meal sein. Ich würde sagen, Lorenz, abschließend die Worte. Der Typ kann nicht mehr reden, perfekt. Okay, wir stellen jetzt die Cam auf, Leute, und vernaschen das erste Meal. So, ich habe jetzt mittlerweile schon die Nüsse weg, die Sweets weg, also die Gummibärchen und den Hotdog weg. Bin jetzt schon da so Hälfte von der Torte auch weg. Also ich weiß nicht, das soll eine Almond Cake sein, ich habe das noch nie gegessen. Einzige, was ich irgendwie schmecke, ist weiße Schokolade und einen Kuchenboden. Ich kann es überhaupt nicht identifizieren, auf was das schmeckt. Wie geht's dir, Papst? Ja, ich struggle, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, Leute, so an der Stelle. Das war's. Nein. Papst hat jetzt die Gummibärchen, die Nüsse. Gummibärchen, Hotdog schon drinnen. Jetzt darf ich mich der leckeren Torte widmen. Ich hab sau Bock, Leute. So muss das. Wir essen jetzt weiter die Torte. So, das erste Meal hätten wir verdrückt. Ihr seht jetzt hier eingeblendet, wie viele Kalorien das waren. Papst ist am Struggeln, aber anders. Leute, ich habe so unterschätzt. Die Torte ist so deftig. Ich habe gerade so eine halbe Stunde gerade gegessen. Man merkt, er ist ein Kalorien-Challenge-Anfänger. Und man muss generell dazu sagen, du bist doch sonst eigentlich kein guter Esser, oder? Nein, echt nicht. Aber also, ich hab zu ihm gesagt, ja, könnte eigentlich ganz lustig sein, wenn du das auch probierst. Deswegen habe ich einfach mir Verstärkung mitgenommen für heute, Freunde. Aber du gibst einfach dein Bestes. Ja. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal weiter. Ich sage es euch ganz ehrlich, ist das ganze Fett und der Zucker schiebt bei mir gerade gut an. Ich bin jetzt nicht übertrieben satt oder übertrieben voll, aber ich merke einfach, dass ich ein bisschen schläfrig bin. Deswegen, wir werden jetzt mal ein paar Schritte machen, da durch den fetten IKEA. Wir haben Gott sei Dank hier gut Fläche, wo wir spazieren können. Und dann eventuell mal ein kleines Nickerchen einfach in einem guten, angenehmen Bett hier. So, wir machen gerade eine schöne, gute Pause hier in unserem Wohnzimmer. Ja, das ist extrem spannend. Das ist halt wirklich das Geile hier, muss man sagen. Weil wir machen hier die Kalorien-Challenge und haben hier einfach verschiedene entspannte Wohnungen. Wir können jede Stunde gefühlt hier die Wohnung wechseln, weil hier stehen einfach so gefüllte Fertigwohnungen. Das heißt, wir chillen hier gerade auf unserem Sofa. George schneidet gerade irgendwas. Und ja, wir lassen es uns gut gehen. Peace. Also noch geht's uns gut. Das muss man dazu sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Noch geht's uns gut. Ich nehme bitte einmal ein Schnitzel.
Mit Pommes bitte. Okay, wir sind mittlerweile bei Mahlzeit Nummer 2 und jetzt wird's bodenlos. Und zwar, es gibt ja auch Schnitzel, es gibt diese Köttböller, die gönnt sich Papst. Ja, sind so Fleischbällchen, oder? Ja. Und auf jeden Fall, ja, hauen wir da jetzt rein. Ich habe jetzt 2 Schnitzel genommen, Freunde. Sind nicht so groß und ja, es ist halt jetzt ein bisschen schwer, sage ich jetzt mal, das kalorientechnisch abzuschätzen, aber wir werden unser Bestes geben, das so genau wie möglich abzuschätzen. Schauen natürlich auch im Internet, weil es gibt im Internet Kalorienangaben hier von IKEA. Wir haben hier jetzt eben 2 Schnitzeln, wir haben ein bisschen Pommes, wir haben eine so eine Erdbeertorte und nochmal 2 Packungen Mandeln. Und ja, das ist das nächste Meal. Wir lassen es uns jetzt schmecken, sofern man das noch schmecken lassen nennen kann. Ich muss dazu sagen, wir haben gerade ein bisschen gechillt und jetzt geht es schon wirklich viel besser. Also ich habe eigentlich echt Bock aufs Essen gerade und die Nüsse auch sehr wichtig. Ich bin hyped. Die Lust und die Freude steht auf jeden Fall Papst ins Gesicht geschrieben. Auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen, Alter, wir sind komplett geistesgestört. Wir chillen da, wie ihr vorhin gesehen habt, einfach im Wohnzimmer vom IKEA und fressen jetzt mal. Also, adios, wir fressen. Let's go. Okay. Ich habe mir beide alles gegessen, bis auf noch ganz paar wenige Nüsse für mich noch, die esse ich gerade eben noch, fertig. Sonst die Torte, Pommes, Schnitzel, war nicht mal so schlecht. Eigentlich spricht man nicht mit vollem Mund, sorry. Es hat auf jeden Fall, ich finde, schlechter ausgesehen, als es geschmeckt hat. Und war dann eigentlich im Endeffekt ganz geil. Hab schon urlang kein Schnitzel mehr gehabt, beziehungsweise ja, 2 Wochen. Okay, Freunde, ihr seht jetzt nochmal eingeblendet, wie viel Kalorien dieses Meal insgesamt hatte. Ihr seht auf jeden Fall, die Nusspackung ist leer. Die Nusspackung ist leer. Und ja, obviously, das ganze Tablett, der ganze Teller ist leer. Und ich bin eigentlich überrascht. Ich sag's dir, im ersten Meal, diese Torte hat mich komplett gefickt. Diese weiße Schokolade, die da drauf war. Und jetzt war es irgendwie die Mischung ganz geil. Salzig und nur ein bisschen süß. I don't know wieso, aber ich habe logischerweise zwar keinen Hunger, dennoch ist es irgendwie ganz easy, flockig in den Magen reingegangen. Und ich fühle mich jetzt nicht so schlecht, ehrlich gesagt, gerade. Deswegen, ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dass wir den IKEA auschecken. Ein bisschen spazieren gehen, das ein oder andere Wohnzimmer abchecken. Und das eine oder andere Sofa in Gebrauch setzen. Was ist halt mit meinem Deutsch? Ich kann kein Deutsch mehr. So, liebe Freunde, ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt auch einen YouTube-Kanal eröffnet, auf dem täglich Reactions online kommen. Dementsprechend unbedingt Link in der Videobeschreibung abchecken, abonnieren und natürlich die Videos schauen, Freunde. Let's go, Kuss geht raus. Okay, Papst und ich werden uns jetzt nochmal ordentlich hier in der Snacktheke beglücken. Ja, ich habe richtig Bock auf Süßes, Gummibärli oder sowas. Das war tatsächlich Papst seine Idee sogar. Ich bin stolz auf dich, Lorenz, du wirst zum Esser. Wir nehmen uns jetzt einfach wieder so, ich weiß nicht, kann man easy snacken, wenn wir dann irgendwo auf dem Sofa gammeln. Vorne nochmal jetzt hier fürs Protokoll. Ich esse 2 Nusspackungen und eine Dings. Papst isst 2 Gummibärchenpackungen, oder? Ja. Willkommen zum nächsten Meal. Also ich weiß euch, mittlerweile ist wirklich dieser Zeitpunkt eingetroffen. Ich glaube, du weißt jetzt, was ich meine. Und zwar, wenn man so viel gegessen hat, und zwar so viel Fett auch und Zucker, man fühlt sich einfach so wie im Halbschlaf. Weißt du, ich meine, so drained einfach so. Das ist so ein bisschen irgendwie wie auf Droge. So irgendwie alles ist lustig. Woher weißt du das denn? Es ist so alles gerade lustig. Es ist ganz komisch, so einfach so food drunk nenne ich es immer. Ja. Auf jeden Fall müssen wir natürlich weitermachen, Freunde. Die Challenge erledigt sich nicht von selbst. Wir haben es übrigens mittlerweile 15.57 Uhr. Es gibt einen Hotdog. Es gibt für mich 2 Packungen Nüsse wieder und eine Packung Gummibärchen. Wir sind jetzt wieder mal auf die Basics zurückgekehrt. Und ich glaube, später werden wir uns dann wieder im schönen Restaurant uns was gönnen. Mal schauen, was es dann wird. Für mich gibt es 2 geile Packungen Gummibärlis. Da habe ich auch Bock. Von er hat immer schon damals, ich war mit ihm in der Schule vorne, er hat damals auch schon immer nur Gummizeugs gefressen, wie ich den ganzen Tag nur Gummizeugs gegessen. Okay, let's go, Alter, ballern wir rein. Boah, mittlerweile eine halbe Stunde später, meine Lieben. Nusspackung ist leer, andere Nusspackung ist leer, Gummibärchenpackung ist leer und der Hotdog ist weg natürlich. Ich will nicht wissen, wie viel Gramm Fett und Zucker ich gerade in meinem Körper habe, aber ich weiß nicht, warum mein Körper tankt das momentan gerade noch weg.
Und ich bin gespannt, wann dieser übertriebene Punkt einfahren wird und ob er überhaupt einfahren wird oder ob ich mittlerweile so abgestumpft bin, dass ich einfach das nicht mehr realisiere und ich weiß nicht. Wie geht's dir, LP? Ja, ich muss auch sagen, das ist meine erste Kalorien-Challenge. Ich habe einen extremen Zuckerschock irgendwie. Ich habe jetzt gerade 2 Wochen Gummibärli gegessen. Für jeden, der das noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall echt was ganz anderes. Doch nur ein paar Minuten später stellte sich heraus, dass die Challenge mich nicht so kalt ließ, wie ich dachte. Freunde, ich sage euch eins, macht diese Scheiße nicht nach. Ich ziehe jetzt mal kurz an die frische Luft raus. Mir steht's bis da oben. Alter Schwede. Fühlt sich gerade an, wie ich weiß nicht, als wäre ich völlig angetrunken. Das ist echt krass. Ich bin deppert. Zeit zu fressen. Oh mein Gott, Digga, was machen wir hier schon wieder? Aber ja, let's go, fuck. Okay, wir sind mittlerweile jetzt bei Sitzung Nummer 3, meine Lieben. Vor mir befinden sich 3 Hotdogs, einer gehört George und ich habe nochmal 2 Packungen Nüsse, weil ich sag's euch ehrlich, wie es ist, ich kann das jetzt einfach am besten irgendwie runterschlingen. Ohne Witz, das ist eine der heftigsten Challenges, die ich jetzt seit langem gemacht habe. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es ist eh jede Challenge, die ich dann immer mache, die heftigste. Es ist einfach, es ist brutal, wirklich. Es ist gerade wirklich, wirklich, wirklich brutal. Ich wünsche mir jetzt wirklich ohne Witz viel, viel Glück, dass wir das noch durchstehen. So Freunde, die Hotdogs sind jetzt mal verdrückt. Ich sag's euch ehrlich, es ist die Nüsse. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, weil wenn ich die Nüsse jetzt esse, ich glaube, dann ist aus. Dann kollabiert mein Magen und das schaut nicht gut aus. Ja. Deswegen die Nüsse, lassen sie jetzt nochmal auf sich warten. Das waren jetzt 3 Hotdogs, die ich vernascht habe, Freunde. Und es heißt jetzt gleich mal wieder kurz Pause. Friends, wir haben es mittlerweile 19.15 Uhr. Ich habe, glaube ich, jetzt wirklich in meiner Gefühlslage Rock Bottom erreicht. Mir geht's wirklich beschissen und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll jetzt noch. Das Schlimme ist eigentlich, ich habe gedacht, ohne Witz, dass die Challenge verhältnismäßig zu anderen ganz chillig werden könnte, weil es halt viel Variation gibt. Aber wenn ich jetzt überlege, gibt es eigentlich nicht so viel Variation, weil die haben halt da auch viele so gesunde Sachen und die haben halt nicht so viele Kalorien. Und deswegen ist es natürlich kontraproduktiv, wenn ich mir da jetzt Lachs reinhaue mit Gemüse oder so. Deswegen muss halt mäßig das Ungesündeste nehmen. Wir haben jetzt hier wieder in etwa 900 Kalorien, Schnitzel mit Pommes und dann vernasche ich nochmal hier 120 Gramm Nüsse. Und dann sollten wir circa noch 1000 Kalorien offen haben und mal schauen, wie ich mir die dann reinhaue. Ohne Witz, mach diese Scheiße einfach nicht nach. Das ist heute das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Ich glaube, es ist auch, Alter, da ist eine fucking halbe Zentimeter Schicht Panier auf dem Schnitzel. Ich bin wirklich so kurz vorm Kotzen. Sowas von fucking kurz vorm Kotzen. Alter, ich sag's euch, ich halte es gerade nicht aus. Ich muss jetzt ganz kurz nochmal Pause machen, bevor ich diese 2 Schnitzeln hier vernasche. Vielleicht liegt es auch jetzt daran, dass ich eigentlich schon länger auf Diät bin und jetzt mein Magen sich wieder ein bisschen verkleinert hat. Ist auf jeden Fall heute eine ganz andere Challenge als die ich das letzte Mal gemacht habe. So Leute, ihr habt eben Zeitraffer gesehen, ich habe auch gerade einen Schnitzel gegessen. Ich habe gerade kompletten Schweißausbruch. Es ist wirklich, zum ersten Mal mache ich das gerade, es ist wirklich nicht normal. Ich weiß nicht, ob in diesem Essen irgendwas drin war oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass mein Magen sich gerade wie, ich weiß nicht, als würde ich gerade die schnellste Achterbahn der Welt, mein Magen überschlägt sich da gefühlt. So, meine Lieben, folgendes Problem. Wir haben es 19.46 Uhr, folgendes Problem. Um 20 Uhr sperrt dieser Laden hier. Das heißt, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Wir gehen jetzt runter zum Bistro. Ich glaube nämlich, dass der länger offen hat. Die 2 Schnitzeln, ja, sind jetzt übrig geblieben. Müssen wir abziehen. Auf jeden Fall, ja, müssen wir jetzt schnell zum Bistro. Und es ist wirklich Horror gerade. Fucking Horror. Kann man nichts mehr bestellen? Freunde, was soll ich sagen? Ich glaube, man sieht es mir an. Ich bin dezent abgefuckt. Bin die Zeit übersehen. Der scheiß Bistro hat er nicht mehr offen. Ja, der Laden hat zu. Was soll ich sagen? Ich habe heute einfach verkackt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Man muss auch mal verlieren können, Freunde. Peace.